Mein Name ist Carsten, ich bin 34 Jahre alt und hatte vor 10 Jahren mit 24 Jahren die Diagnose Knochenkrebs. Ich hatte einen Tumor an meinem linken Ellenbogen, hatte dann 2 und 3 Jahre später noch Lungenmetastasen, aber bin jetzt seit 7 Jahren krebsfrei. Damals gab es keine Menschen, mit denen ich mich über die Erkrankung in meinem Alter einfach austauschen konnte. Und das hat mir unfassbar gefehlt und ich habe damals eben eine Selbsthilfegruppe gegründet, der jetzt inzwischen Verein ist, Jung und Krebs in Freiburg. Und wir haben inzwischen 3 Selbsthilfegruppen und ich engagiere mich einfach weiterhin in diesem Bereich, weil ich das unfassbar wichtig finde, den Leuten zu zeigen, hey, du bist nicht alleine. Der Tumor war hier, dann haben sie den Knochen rausgemacht und dann 2 Jahre später kam erst das Ellbogengelenk und in der Zeit sind Muskeln, Sehnen gekürzt. Da war nur so ein Platzhalter drin und deswegen, das ist jetzt das Titangelenk und deswegen ist er geschrumpft. Der Tumor gehörte zu mir, der ist nicht mehr da, aber die Krebserfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, gehören zu mir und prägen mich. Und meine Narben erzählen Geschichten. Ich weiß genau, wie es damals war, als es aufgeschnitten worden ist, wie da diese Klammern waren, wie die mir entfernt worden sind. Diese große Operation hat mir geholfen, dass ich heute hier sitzen darf. Und was von der Operation übrig geblieben ist, ist diese Narbe. Und ich streiche sie gerne, ich behandle sie gerne lieb, sie gehört zu mir. Und ich habe das Ganze in mein Leben einfach integriert und nie abgestoßen. Und das war mein Schlüssel, dass ich heute einfach stark aus dieser ganzen Sache rausgegangen bin.